ProSieben Newstime. Mit der Regierungserklärung durch die Queen ist das britische Parlament zurück aus der Pause. Im Brexit-Endspurt gestalten sich die Verhandlungen mit der EU laut Britenregierung weiter konstruktiv. Nach dem Anschlag von Halle werben Koalitionspolitiker für mehr Rechte bei der Überwachung im Internet. Innenminister Seehofer hatte vor Rechtsextremisten auf Gamer-Plattformen gewarnt. Mehr um 18 Uhr in Newstime.